Hallo und guten Tag, hat er gesagt. So, jetzt nochmal. Da war das Mikrofon noch gar nicht an. Aber ich war schon on fire, ne? So wie unser Lagerfeuer. So, mal gucken. Ich muss jetzt hier so. Ich glaube, ich bin da voll drin. Gut. Ich war ja hier mit der Verteidigungsanlage so ein bisschen am Plan beim letzten Mal. Ne? Da wird es eigentlich auch cool, wenn wir das so ein bisschen so beibehalten könnten. Aber dazu braucht man natürlich viel, viel Holz. Ne? Ich weiß gar nicht, wenn wir ihmchen. Ah, da kommt schon wieder einer. Ich habe das Gesicht ja richtig voll. Junge, Junge, Junge. Wie, du hast keine Tasche bei. Ja, schon der zweite im Schädel, ne? Oh, nochmal. Dankeschön. War mir eine Ehre. Also, wenn du auch nie angreifst, mein Freund, ne? Dann wird es nie was. Wenn der von da kommt. Könnte da, ne, obwohl, da ist ja nur das Boot, ne? Ich glaube nicht, dass es da was gibt. Zumindest nicht so wirklich. Oh, was machst du denn da? Ey! Oh. Oh, nicht schlecht. Wie haben wir das geschafft? Da hat er einen Schnauzer getragen, wa? Ey, der greift mein Haus an. Okay. Was machst du denn da? Also, du haust jetzt nicht ab, ne? Das nehme ich noch meinen Pfeil. Ah, ich hab dir. Ich hab dir die Maske abgeschossen, ne? Warte mal. Kannst du jetzt echt weg? Bist du jetzt weggerannt? Uncool. Very, very uncool Ding. Okay, mal wie viel. Ich glaube, ich baue mir noch ein zweites Trockengestell oder sowas. Hier hatte ich ja auch schon ein bisschen was gemacht. Wandregale könnten wir auch da mal reinbauen, ne? Also wir haben eigentlich eine Menge zu tun. Ich weiß ja nicht, was hier unser Kumpel hinten macht. Ja, hätte ja auch klappen können. Solange wir die nicht kaputt machen. Ja. Aha. Ne? Dann geht das ja auch noch. Gut. Abbrechen über, übrigens mit rechter Maustaste. Besser den noch. Hier in Folge 12 oder was wir sind, glaube ich. Ne? Noch nicht anders weiß. Das sieht schön aus, ne? Schön idyllisch. Das macht schon richtig, richtig Fez. Muss sagen, also die Grafik, da kannst du sagen, was du willst, die ist extra geil. Aber der Baum, der gefällt mir nämlich hier gar nicht. Den werden wir erstmal hier schroten. Weil wenn die hier immer auf mein Haus raufspringen, ist ja auch nicht so geil, ne? Ich weiß ja nicht, ob ich Calvin helfen soll. Ich glaube, ich guck mal nach, was mit den Jungen ist. Es erinnert mich immer damals, kennt ihr Alvin und, also Alvin und die Chipmunks? Da ist ja hier der Vater, ich weiß nicht, wie er heißt, ne? Aber der hat immer dann so, Alvin, so gebrüllt, ne? Das gleiche ist auch mit Calvin gefühlt, ne? Ich weiß nicht, vielleicht wurde er hier hinten jetzt. Hast du dich verlaufen, mein Freund, oder? Du weißt nicht, was du machen sollst, ne? Kann das sein? Ja, das ist nämlich jetzt doof, ne? Ja. Folg mir mal. Du stehst hier nämlich ganz komisch einfach nur drin. Aber irgendwas ist auch hier. Waren wir hier hinten schon mal? Hier waren wir ja schon mal. Oder? Hier ist ja nur die Höhle. Und hier der eine Bauarbeiter. Ich glaube, wir machen auch mal so eine Erkundungstour, so eine leichte, oder?
Ja, warum eigentlich nicht? Ach, da ist er einer. Ach, mehrere so, ja. Ich mag die nicht, die springen können. Besonders, das dauert mir auch zu lange. Und wenn die mich hier angreifen, dann ist das natürlich auch nicht so geil. Moin. Hast du Fallschaden? Na, irgendwie nicht, ne? Naja, jetzt ist hier vorbei. Könnte ich die ganze Zeit spielen, ne? Kevin, wo willst du hin? Komm, wir haben zu tun. Wir müssen ein bisschen mal hier gucken, was hier los ist. Da gibt es ja auch ein neues Dorf. Ja, das nehmen wir noch mit hier. Ne? Gott. Wer denn? Wer möchte gerne meine Bekanntschaft machen? Da schreckt sie aber auch manchmal. Also, ich sag mal so, dadurch, dass man ja mit Kevin hier zusammen sein kann, ne, schreckt man sich jetzt nicht ganz so doll. Ne? Ist jetzt nicht so schlimm. Geil ist auch, dass ich davor Fleisch reingemacht habe und jetzt abbaue. Fällt mir gerade mal so ein. Ist auch gut. Aber, trotzdem, manchmal gibt es so Situationen, da zuckt man so ein bisschen, ne? Den rechnet man nicht so. Aber weißt du, was die schönste Situation wäre? Wenn ich mal Alo Rivera finden würde. Gut. Erstmal da. Ja, erstmal was. Ist auch gut. Ist eine leckere Beere. Macht zumindest ein bisschen. Bisschen Durst weg. Obwohl die Brille ja immer die Rehe sind, ne? War auch nicht so vergessen. Ist ein Dorf. Ach, guck mal. Da sind ganz viele. Alter, will gar nicht sehen. Ja, da ist auch so ein Berserker. Gegen die kämpfen hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig Bock. Deswegen mal lieber hier nach oben. Wir hatten Dorf, hätte ich vielleicht mich noch überreden lassen können, aber so ist das jetzt auch nicht so geil. Bin gespannt, was das für ein Punkt da gleich ist, ne? Das hier ist nichts. Okay. Schade eigentlich. Ich dachte, das ist hier eine schöne Pflanze. Vielleicht kommt die demnächst. Aha. Hier graben oder was? Achso. Vertrocknet nur. Ich dachte, ich habe was ganz Neues gefunden hier gerade. Okay. Ich weiß hiermit nichts anzufangen, ne? Also es wird auf jeden Fall weniger. Eigentlich viel. Aber ich weiß auch nicht, was da jetzt sein sollte, ne? Das wird da. Oh Mann. Also ich war ja direkt schon da. Okay. Kurz mal speichern.
Wer dich doch, Kevin. Hau zurück. Oh, ein Lappen, ne? Der Kevin. Seilrutsche. Oh. Guck mal, also wenn ich denn schon mal sterben möchte, dann wahrscheinlich schöner. Das ist ein Eierkopf hier. Oh mein Junge. Ich sehe nichts mehr. Das Uncoolste ist natürlich jetzt hier rum. Oh, wir könnten aber schlafen. Warte mal. Das stört doch jetzt keinen, ne? Wenn ich schlafe. Naja. Wie ist. Naja, wegen dir. Wegen dir darf ich nicht schlafen. Und wegen dir. Da ich jetzt schlafen? Oh. Nervigkeit. Ja, komm her, ich will pennen. Du Eierkopf. Und nicht wegrennen. Oh, aber nicht auf mich zurennen. Ey, ich hab keine Pfeile mehr. Unfair. So. Ich mache jetzt ein Lagerfeuerchen. Was ist denn das für eine Brust? Eine dunkle besonders. Eine dunkle Brust. Kommt ihr jetzt runter oder kommt ihr jetzt nicht runter? Ah. Okay. Also das mit der Pfeile kotzt schon ein bisschen an, ne? Aber wenn wir jetzt einmal pro Tag immer auf den Schädel kriegen. Sind da auch verdammt viele hier. Die haben ja richtige Matratzen. Was ist denn eigentlich, wenn man hier eine Weile hängen bleibt, ne? Und diese gegenseitig? Oder haut ihr mich? Nicht hauen. Bitte nicht hauen. Dann muss ich das Spiel laden. Haben wir gar nicht Bock drauf. Die Animation könnte auch ein Stück schneller gehen. Alter. Ich habe nicht mehr Seide zu tragen, okay. Zeit. Ich hoffe, die haben ja nichts dagegen. Renne ich überhaupt in die richtige? Ah ja, okay. Also nur den Weg runter. Dann hätten wir es schon. Mhm. Naja. Da ist auch schon wieder einer auf Nachtwanderung. Vielleicht ein Schlafwandler oder sowas. Also dieses mit den Kämpfen, ah, das war ja fast schon Plan, ne? Du bist ja im Dunkeln, du hast ja gar keinen Bock. Ha. Ja, ihr seid super, Rehe. Ihr könnt das ab.
Aber man lernt ja auch nicht aus solchen Sachen, ne? Das ist ja jedes Mal, man denkt so Kamikaze-mäßig, ja, das schafft man ja eh. Und dann zack, kriegst du das Gesicht verpulvert. Hat du was für mich? Ich hoffe, das ist kein Gift. Fräulein. Kein Gift. Wir sind ja immer noch in die Richtung, ne? Ja. Rein. Rein müssen wir. Dann geht es auch wieder. Aber zu dunkel. Man sollte eigentlich sich zu Hause einnisten, ne? Nur zu Hause bleiben. Bin mal gespannt jetzt, ob überhaupt das Fleisch schmeckt. Ob es überhaupt noch da ist. Aber das wird auf jeden Fall beim nächsten Mal wird das hier mit dem Fressen überarbeitet. Da bin ich mir ziemlich sicher. Guck mal, wir haben auch gar nicht bei, ne? Schon verrottet? Ne. Versuch mal, mich so noch hoch zu heilen irgendwie, ne? Einfach mal einen Schluck trinken. Ein Stück essen. Und dann beugen wir meine Hütte weiter. Oder könnt ihr jetzt hier auch nochmal 10.000 Pfeile machen. Wir gehen nochmal zurück und rechnen uns. Aber mit den Pfeilen macht das auch sehr wenig Sinn, ne? Einfach auch keine kleinen Steine. Kann ich nicht aus sowas hier? Also. Ah. Kannst du aber auch keine kleinen Steine machen, ne? Hä? Wo ist mein Fleisch denn? Ist doch nicht verbrannt. Warum verbrennt das auf einmal so schnell? Also gut, dass wir hier genug zu hängen haben, ne? Aber dann können wir auch schlafen jetzt. Das ist ja bescheuert. Echt bescheuert. Das hätte ich gar nicht so... Kann der da einbrechen? So, du kannst ja erstmal wieder Dings holen, ne? Hol. Stämme. Alter Film. Jo. Geil. Okay, wir haben auch Winter hier. Ist ja auch sehr geil. Das ist wirklich cool. Ich hätte gar nicht so gedacht, ne? Können wir ja, wollen wir mal gucken, ob wir Enten jagen können oder so? Wäre auch noch nice, ne? Coole Animation, ne? Also die Enten gibt es anscheinend nicht, aber den Wasserfall immer noch. Okay. Also die sind echt ausge... Gestorben, die Enten. Was ist denn, wenn ich hier so ein Eichhörnchen töte? Oh, die komischen Geräusche. Obwohl der irgendwie so ein Unterwassermonster oder irgendwie so war, wie so ein komischer Delfin oder so. Komisch. Aber durch den Schnee hört man jetzt auch Kevin richtig durchstampfen. Ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Aber nützt nichts, ne? Da müssen wir jetzt hier Holz weitermachen. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, noch ein bisschen was zu essen. Also. Und kleine Steine. Ach, mir ist sogar kalt, ne? Okay. Das ist neu mit der Kälte.
der oberste Balken? Oh. Ja, das war nicht so clever hier gerade. Hat sich ja nicht lohnt jetzt hier. Ah. Mehr kaputt gemacht. Muss mal kurz gucken, ne? Ah ja, guck mal. Der oberste Balken, da muss man echt dann aufpassen. Ich hoffe, die sind... Ach, meine ganze Mauer ist ja auch noch im Arsch. Oh, ich habe das ja so schön gemacht hier. Und so. Ey, ich hatte schon wieder halbe Angst, ne? Kevin? Halbe Angst. Was ist denn hier mit den... mit den Büschen? Hier kommen die ja eh nicht durch, ne? Hä? Muss ja wenigstens anbieten. Ah, so. Nur von einer Seite. Damit man auch mal sieht, was das hier werden soll, ne? Aber ich habe wirklich Angst, wenn jetzt hier irgendwas kommt, dadurch, dass wir ja keine kleinen Steine haben. Die Falle ist irgendwie auf irgendwo. Also klar, ich habe hier noch kein Viehzeug gesehen. Aber wo verdammt sind kleine Steine? Also merkt ihr, man findet hier gar nicht mehr. Die Vögel fliegen durch den Schnee durch, aber finden tue ich gar nicht mehr. Gibt's nichts. Können sie eigentlich auch machen, mal mit einbringen, dass man, wenn man Feuer macht, dann eben der Schnee auch schmelzt, ne? Ja, du rennst natürlich überall lang. Und das ist nicht da, wo du darfst. Ich weiß gar nicht, wann das hier mal fertig werden soll. So. Was wir da angepflanzt haben. Ihr wisst auch gar nicht mehr, was wir angepflanzt haben, weil es ist auch schon ein Weilchen her, ne? Aber das haben sie wenigstens hingekriegt. Hier drin ist Schnee. Außer hier vorne, wo überdacht ist, ne? Nee. Nee. Ja. Und zack, ist der Schnee weg. Das sehe ich. Manchmal ist das schon komisch. Zack, geschmolzen. Ist ja gar nicht schlecht, wenn das so aussieht, ne? Aber ist schon merkwürdig. Muss man ja mal zugeben. Aber der Komische ist wirklich, dass man keine Steine mehr findet, ne? Wie würdest du denn jetzt hier Munition bauen, ne? Ach, ihr reißt das immer ab, oder was? Wo ist denn das hin? Muss schon sagen, ey, kannst ja jetzt in die Ewi wegrennen oder so. Schon wieder kalt, ey. Boah, hier richtig Armada. Diesmal renne ich aber nicht weg, ne? Macht das jetzt hier am Lagerfeuer und bleibt dann dabei. Aber wie trinke ich denn jetzt? Kann man mit der Axt denn wenigstens da ein Loch reinschlagen oder so? Irgendeine Animation eben dafür, ne?
Echt nicht? Aber wie trinke ich denn jetzt? Ganz ehrlich. Wie kann ich trinken? Mein Fleisch verschwindet. Ich werde es gleich essen. So lange warte vorhin gar nicht drauf. Hier gehen wir zum Wasserfall, ob ich da trinken kann. Aber ist schon komisch. Hier sind komische Geräusche. Das macht ein Chöre. Also weiß nicht. Den Winter bisher mag ich nicht so. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht, ob das anders aussieht, aber... Also das kann ich auch nicht trinken. Aber hier kann ich trinken, ne? Ja. Hier ist nicht gefroren, das ist schon mal gut. Dann mal nass machen hier im Winter, ne? Das ist natürlich dann auch sehr gut. Da hinten ist dann wieder gefroren, oder was? Scheint ja wohl so. Oh. Aber dass wir hier keine Steine haben können oder sowas, ne? Das ist natürlich jetzt für den Arsch. Das kann es ja gar keiner erzählen jetzt, dass wir keine Steine mehr finden. Ich kann ja nur noch mit dem Speer mich verteidigen. Und das dauert lange. Also wenn jetzt hier welche kommen. Naja. Aber vielleicht machen die ja sowas wie eine Art Winterschlaf oder sowas. Das könnte unser Glück sein. Ach, die war ja ganze Schnee kommt runter. Ja, das ist ja wenigstens ein bisschen nice. Mal Pferde jetzt hier. Oder das soll so ein Kältegeräusch sein, was über die Landschaft fegt, ne? Wie so eine Windhose oder so. Oh, passiert jetzt noch was? Ah, jetzt auf einmal. So nach da, wo er ja hingehen sollte, ne? Na, okay. Also Wasserfall ist das Einzige, wo man jetzt noch saufen kann. Ist schon mal relativ wichtig. Und der Rest werden wir dann noch so sehen, ne? Wie fern. Da ist schon wieder einer, oder was? Ach, du bist da. Moin, ich hab mir fast erschrocken. Guck mir mal an. Evan, hinter dir. Achtung! Kevin, du Lümmel. Wir haben aber auch gar keine Pfeile mehr, ne? Oh doch, wir haben ja noch 5 Pfeile. Und du kommst jetzt nicht rein, wa? Ey, wir haben eine geschlossene Gesellschaft. Kommt der echt rein? Ey, du Arsch, du! Du war teuer. Um sie kaputt zu machen. Gott, ey. Lass mich raus hier. Ah, der ist scheiße. Den mag keiner. Heißt Berserker. Was bist du denn jetzt? Moin, da kommt der Vögelchen. Oh. Oh. Ey. Moin. Ah, Gott sei Dank. Hast du eine Tasche bei? Ja. Das ist der einzige, was wertvoll ist bei dir. Äh.
Ich sag mal, irgendwas hat er hier komplett abgerissen. Das ist ja irgendwie nicht cool, was du gemacht hast. Ich sehe auch gar nicht. Hatte ich für ein Holzding bei, aber. Das ist ein Ganzes. Das ist auch ein Ganzes. Hier, kannst du aufheben. Das sind halbe irgendwie. Ich muss ja erstmal reparieren. Ah, okay. Okay, dann können wir erstmal herstellen ein Reparaturwerkzeug. Das hatten wir ja auch noch nicht, ne? Kombinieren. So, Stock und Seil. So, Seil. Guck mal, das ist alles ausgegraut, was man nicht mehr machen kann. Das ist ja auch interessant. Hier ist irgendwas kaputt, aber ich sehe nicht was. Wie sehe ich denn, dass da was kaputt ist? Sehe ich das von oben? Wie so ein Vollidiot, ey, wa? Ich renne hier wie so ein... ja. Ist auch nicht schlimm, aber... Okay. Irgendwas habe ich anscheinend repariert. Okay, das geht anscheinend schon mal. Kann ich das doch jetzt hier hinstellen? Ah, hier ist noch was kaputt. Okay. Und jetzt auch mal gucken. Ihr seht ja zwar keinen Unterschied jetzt, aber... Mojone. Kelvin, du bist mega fleißig, ey. Ich bin total, total stolz. Hier ist was kaputt auf jeden Fall. War hier vorne was? Nee, aber der hier, ne? Der geht nicht, aber der geht wieder. Okay, Alter. Du machst jetzt schon. Normalerweise würde man das sehen, okay? Im Winter anscheinend nicht so. Oh, da oben ist auch was kaputt. Da können wir auch noch reparieren. Sieht das so aus, als wäre da was kaputt, oder? Stand da auch hier und hat irgendwas gemacht. Ich weiß nicht was, aber ist ja royal. Ich glaube, wir haben das ziemlich gut geschafft. Bevor es jetzt hier kalt wird oder so. Ich würde hier gerne auch soweit fertigstellen. Weil Kelvin ja denn schon mal einmal jetzt hier schön geholt hat, ne? Wir das ja mal ein bisschen romantisch machen. Okay, warum geht das nicht? Und das auch von oben gleich probieren. Hä? Nein, nein. Nein, nein. Oder ist da einer? Da ist doch keiner. Hier ist noch irgendwas kaputt. Da hat er das nicht. Deswegen nicht mehr. Ah. Ja, sieht doch gar nicht mal so gut aus. Also hier fehlt noch und da fehlt noch. Hier ja so oder so. Und sonst sieht gut aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht habt ihr ja geile Erfahrungen im Winter. Ne? Vielleicht kommt ja noch hier einiges an Überraschung. Ich hoffe nicht allzu viel.
Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Bis dann. Tschüss.